Willkommen zurück bei Running Torchlight und meinem Österreich-Vlog 2023. Darin nehme ich euch mit auf meiner Fahrt durch die österreichischen Alpen und meine MZ-ES50 hat mir wirklich Sorgen gemacht, denn... Sie läuft nicht richtig. Sie läuft nicht richtig. Sie läuft nicht richtig. Also wenn sie fuhr oder fuhr, ist es super. Und wenn sie nicht fuhr oder fuhr, sie nicht. Und dann haben wir oben auf der Spitze Pause gemacht und dann sprang es einfach nicht mehr an. Also erst dachte ich mir, okay, Höhenluft abgesoffen, lass mal anrollen. Ich habe sie den halben Berg runterrollen lassen. Sie ging nicht an. Dann ging die Schrauberei wieder los. Zündkerze, Kondensator, Zündzeitpunkt, Zündspule gewechselt. Sie wollte nicht und sie wollte nicht. Wollte nicht mehr angehen, hatte nur so einen Mikrofunken. So ein ganz kleiner Funken war da, aber der reichte irgendwie nicht, sie ist nicht damit angegangen. Also es war im Grunde war ein Funken da, aber sie ging nicht an, genau so war es. Und dann kam das Beste noch. Hielt neben uns so eine fette Harley. Lauter Motor, lauter Auspuff, laute Stereoanlage, alles an. Ich dachte, oh Gott, was willst du jetzt hier? Und dann spricht uns der Mann dort, hey, wie findet man denn hier eine MZ? So einer hier habe ich Führerschein gemacht. Und so sehr wie er mich erst genervt hat, der hatte Ahnung, der wusste, was MZ ist. Er hatte eigentlich wurde auch das runtergebetet, was ich auch schon gesagt habe. Aber er hat dann nochmal so insistiert und gesagt, hey, guck dir nochmal den Kondensator an. Und da war jetzt meine Achillesferse. Ich hatte nur alte Kondensatoren dabei. Und immer, die habe ich dann durchgemischt, durchgewechselt und dann fuhr die Maschine wieder. Aber ich konnte natürlich nicht meine Hand ins Feuer legen, dass die einwandfrei sind. Also keiner von denen war jünger als 10 Jahre. Und irgendwie, einerseits fuhr die Maschine und andererseits fuhr sie dann wieder nicht. Ja. Und dann habe ich halt nochmal meinen jüngsten Kondensator rausgezogen und reingebaut und der Funke erschien mir dann stärker und die Maschine sprang an und ich habe mein Ziel erreicht. Übrigens, wenn euch dieses Video sehr gut gefällt, schaut unbedingt auf meinem Kanal vorbei, Running Torchlight. Dort habe ich noch viele andere Videos über MZ. Und gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und lasst mir am besten noch ein Abo da. Aber mir war klar, hey, so ganz sicher, dass es ausgemerzt ist, ist es, weil bin ich mir nicht. Ich brauche Ersatzteile. Und mein fester Verdacht war Kondensator. Jetzt hatte ich natürlich nur meine alten Kondensatoren, die ich alle schon einmal durchgewechselt hatte, aber keine neuen Kondensatoren. Zum Glück war ich jetzt eine ganze Woche hier in Österreich und habe mir also auf verschiedenen Wegen, auf zwei Wegen parallel, Kondensatoren bestellt. 3 Stück insgesamt. Und die kamen jetzt auch wirklich rechtzeitig an. Und ich habe einen eingebaut und ich hatte fest damit gerechnet, dass das jetzt ein Unterschied wie Tag und Nacht ist, dass der Funke doppelt so hell aussieht, doppelt so blau. Das tat er halt nicht. Der Funke war nach wie vor da, er war etwas stärker, meine ich etwas stärker. Das hat mir Hoffnung gegeben, aber ich war nicht vollkommen überzeugt, dass das jetzt das Ende meines Leidens ist. Aber ich war jetzt fest überzeugt und fest entschlossen, die Fahrt anzutreten. Hier bin ich, hier fahre ich. Und es war wieder jetzt so, das gleiche Bild, die ersten 30 Kilometer einwandfrei, Maschine läuft. Und jetzt kurz bevor ich das Video angemacht habe, am Treffpunkt, fing sie an zu bocken. Sie fuhr zwar, aber sie hat immer mal wieder einen Zündpunkt ausgelassen und hat also mit einem sehr schlechten Gefühl fährt man da, wenn einem ab und zu mal ein Zündpunkt fehlt oder die Maschine einfach so ruckt, ja. Und dann habe ich jetzt also diese kleine Pause gemacht und mache das Video an, Vlog und jetzt, sie läuft einwandfrei. Mal schauen, wie lange. Darum, das ist die Geschichte. Ich weiß nicht, ob es der Kondensator ist. Achso, ja. Nachdem ich mir dann nicht sicher war, dass es der Kondensator war, habe ich mir noch schnell einen neuen Zündkerzenstecker besorgt und ein neues Zündkabel eingebaut. Also ich habe jetzt im Grunde fast alles gewechselt, außer dem Unterbrecher, aber den hatte ich auch schon ausgewechselt, bevor ich aufgebrochen war. Also den würde ich jetzt als nächstes wechseln, den Unterbrecher, Zündzeitpunkt nochmal neu einstellen. Ich habe alles dabei. Und dann habe ich die gesamte Zündung ausgetauscht. Und Bordspannung ist da. Also hier meine Batterie hat Saft, ja. Hupe läuft, Licht läuft. Es liegt nicht an der Versorgungsspannung. Und die Zündung und Lichtmaschine sind zweierlei Paar Schuhe. Für die Lichtmaschine lege ich meine Hand ins Feuer, ja. Liefert, sonst wäre die Batterie abreißt schon leer. Ich fahre mit Licht und allem. Also, ich habe eine komplette Zündung hier unterwegs jetzt verbaut und die Maschine bockt immer noch. Jetzt gerade nicht. Aber,
zweiter Anhaltspunkt. Nachdem ich dann mir nicht mehr sicher war, dass es die Zündspule war, bin ich wieder zurück auf meine alte Zündspule gegangen. Also vielleicht ist ja doch die Zündspule. Ich habe noch zwei Ersatz dabei, die können nicht alle beide kurz sein. Aber so, wir sind jetzt wieder hier um den Sonntag. Wir kommen immer höher. Ich hoffe, ihr seht das gut. Meine Kameraausrichtung ist mal ein bisschen problematisch. Ich habe nicht so einen ganz, ganz Weitwinkel. Aber ich hoffe mal, ihr könntet sowohl meinen Tacho sehen, als auch die Berge. Und jetzt gehen wir mal die Fahrt hier. Wir sind im zweiten Gang, da geht die Maschine hier ganz entspannt hoch. Ich habe übrigens ein kurzes Ritzel drauf, nicht das 16er Ritzel, was bei der 150er drauf gehört, sondern ein 15er Ritzel, Zahn weniger. Und in diesem Motor habe ich so viel Hoffnung gesetzt, dass das mal ein Bergmotor wird. Ja? Also von der Übersetzung her, von der Verdichtung her, ich habe ja hier Tuning-Schrauben, wenn ihr wisst, was ich meine. So, wir kommen gleich an der Stelle vorbei, wo ich meine letzte Panne hatte. Hier bei der Kirche standen wir und da kam dann der Harley-Fahrer und hat uns mit Worten unterstützt, was geholfen hat. An der Stelle, da unter dem Verbuff dieser Vorsprung, diese Hütte da stand ich abgeschraubt. So, also bis dahin war ich runtergerollt von der Spitze, also die Spitze ist nicht mehr so weit weg. Und ich sag's, wenn die jetzt fährt, die Maschine, dann fahre ich weiter. Weil ich muss ja irgendwann mal einen Akku wechseln und dann springt die Maschine nicht mehr an. Pech. Also dritten im Berghof mit der AS150, das will was heißen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie ich jetzt hellhörig hier bin, hey, bei jedem Gas geben, bei jedem Gaswechsel. Zündung. Und bevor ihr jetzt sagt, ja, baut ihr eine Wabe ein, das will ich nicht. Ich bin ja jetzt, das ist ja sowieso der Witz an der Sache, jetzt bin ich erster Gang. Lass es mal langsam angehen. Jetzt gebe ich das Gas. Wir schon. Das ist das erste Mal, dass ich Probleme mit der Zündung habe. Ich fahre seit 5 Jahren MZ. Die MZ, die habe ich seit 2016 und dann 2 Jahre geschraubt, dann jetzt gefahren. Jetzt hier auf dem Stilfser Joch mit noch nie was an der Zündung groß gemacht. Ohne Probleme, hoch und runter, hin und her. Und jetzt mache ich die Probleme und an diesem Punkt will ich zurückkehren. Ich will die 6 Volt Unterbrecherzündung wieder zum Laufen bringen. Und sie soll super laufen, so wie sie es vorher gemacht hat. Eben tut. Der Fehler ist ja da. Und wenn der jetzt nicht wieder auftaucht, dann wäre das ja ein Wunder. Ja? Also den Fehler muss ich finden. Wie gesagt, nächste Strecke und ist dann wieder Zündspule wechseln. Die ist von 1965, die Zündspule. Und ihr seht, sie tut grundsätzlich noch ihren Dienst. Vielleicht hat sie jetzt auch ein Temperaturproblem, wobei sie wird nicht heiß. Aufpassen. Jetzt brauche ich keine Zündaussetzer hier beim Rundmanöver, gell? Ah. Im zweiten. Schalten bei kurzer Kamera. Bisschen drüber. Untergang. Anschluss geschafft. Passt. Nein. Runter. Nicht Schaltpause sein. Ja, man ist ja an sich schon verrückt, mit der MZ ES150 durch die Alpen zu fahren. Ich will jetzt nicht sagen, dass das bis jetzt wenige Menschen getan haben, weil es gibt so viele MZ und sicherlich sind sie in der ganzen Welt unterwegs gewesen. Aber heute jagt doch kaum noch jemand seine MZ über die Alpen, oder? Fontanella Faschina.
wie gesagt, ich fahre weiter. Ne? Ich mache jetzt keine Pause. Ich will jetzt ankommen. Geil, wie die um die Kurve zieht. Ohne Schalten. Durchzug. Ohne Ende. Ich ja 200 Kilometer. So, jetzt geht's bergab. Also ab jetzt wird gerollt, egal was passiert. Auf der Hinfahrt hat sie nach so einer Etappe nicht mehr gerollt. Also gerade dieses Phänomen, sie fährt hoch, super heiß, ich stelle sie ab und danach will sie nicht mehr starten. Das ist eigentlich auch schon irgendwie seltsam. Ne? Was denkt ihr darüber? So, jetzt fahre ich 70. Mann, das kommt so schnell vor. Immer ein bisschen Sprit zum Kühlen rein, zum Stinken. Dornbirn, wir wollen nach Dornbirn, Regenzerwald, ja richtig. Wir sind schon in Damüls, eins der Zwischenziele, schon erreicht. Das nächste muss ich nach Schwarzenberg. Also eigentlich ist die Strecke echt nicht weit. Ist ja, ich muss niemandem was beweisen. Ich muss niemandem beweisen, dass ich an diesem Traktor vorbeifahren kann. Vor allem nicht auf dieser Strecke hier. Mal gucken, was die Motorrad-Kuh hinter mir macht. Da ist gerade von 3-4 Motorrädern oder so. Die haben sich jetzt noch nicht genötigt gefühlt, um jetzt auch vorbeizufahren. Finde ich übrigens nett, weil ich fühle mich halt immer so ein bisschen gedisst. Ja, und diese ganze Fahrt hier soll ja eigentlich meine Generalprobe sein für die diesjährige Stilfserjoch-Tour. Also wir fahren wieder auf Stilfserjoch. Und da möchte ich natürlich nicht alle 50 Kilometer Zwangspause einlegen und mit einem schlechten Gefühl im Bauch des Stilfs herumjagen. Das will ich ganz gewiss nicht. Die 6-Volt-Zündungsanlage, die ist doch eigentlich so easy, so simpel, dass wenn man einen Teil nach dem anderen austauscht, muss man doch eigentlich mal zum Ziel kommen. Schon überholen, klar. Okay, jetzt geschafft. Ja, jetzt habe ich diese Zündersetzer, sind jetzt leicht zu spüren, sie sind da. Aber wie gesagt, wenn ich mit Zündersetzer nach Hause komme, ist ja auch schon mal Erfolg. Ich gebe noch mal ein bisschen Sprit zum Schmieren. Also ich glaube, das ist es eigentlich nicht brauchbar. Ich gehe jetzt auch immer sicher mal der Motor mit eingefahren. Aber jetzt haben wir jetzt nach den 600 Kilometern muss halt langsam der Motor mal gefordert werden, weil sonst wird er nicht sportlich. Ne? Ich habe das lange Zeit nicht verstanden, wie man einen Motor sportlich einfährt. Oder dass das wirklich geht. Der ist ein Motor. Gibt es Gase, fährt er, ob sportlich bist du oder nicht. Aber es macht halt echt einen Unterschied, in welchen Drehzahlbereich du ihn einfährst. Ich habe da jetzt mehrere Bücher drüber gelesen und es ist einfach so, wenn du den Motor immer bei niedriger Drehzahl fährst, dann wirkt eine geringe Kräfte auf den Kolben. Und dann setzt er seine Marken im Zylinder da, wo er sie eben setzt für den Kolbenring, bei niedrigen Kräften. Bei hohen Drehzahlen wirken hohe Kräfte auf den Kolben und es lenkt sich das Bläuel. Das heißt, die Endlage oben und unten sind andere bei hohen Drehzahlen als bei niedrigen Drehzahlen. Dementsprechend setzt der Kolben seine Marken im Zylinder an andere Positionen. Und wenn man das nie macht während der Einfahrzeit, dann sind diese Marken da im Zylinder und sie bleiben dort. Und über diese Marken will der Kolben dann später auch nicht drüber hinweg. Also das heißt, und im Endeffekt, einfahren kann man irgendwann auch nicht mehr nachholen, weil
dann geht er eher kaputt, weil diese Marken irgendwann auch zum Problem werden. Also, Drehzahl muss gesteigert werden ab 500 Kilometer, damit die Marken wirklich bei den Maximas gesetzt sind und der Motor willig an diese Stelle geht. Darum, ich muss jetzt schauen, dass ich meine Drehzahlen steigere. Das macht natürlich weniger Spaß, wenn man auch noch mit Zündungsproblemen arbeitet.